Und alsbald ging er in die Synagoge und lehrte, und sie entsetzten sich, was er redete, hatte Strahlkraft und Power. Und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und alsbald wich der Aussatz von dem Kranken und er wurde rein. Und alsbald sagten sie ihm von ihrem Fieber und er trat zu ihr, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und dann verließ sie das Fieber. Und alsbald erschien die Kunde von ihm im ganzen Land und sofort auf engstem Raum. Alsbald, wie in Franken würden vielleicht sagen Etzerle oder Hobbits, so rapid, so dynamisch geht es allein in diesem ersten Kapitel des Markus zu. Das Erste, was auffällt, dass das, was Jesus sagt und tut, Schwung hat. Sprezzatura, würden die Italiener sagen, diese Leichtigkeit. Jetzt wäre es ganz selbstverständlich, dass jetzt die Zeit ist, wo Kranke gesunden und böse Geister weichen und junge Leute sich ihm anschließen, dass er sie befreit vom Geist der Schwere und des Planens und Funktionierens. Es ist beileibe keine leere, lustige Fahrt. Aber es macht Spaß, bei ihm zu sein. Und es macht müde. Und dann gehen sie weiter. Das ist so aufregend erzählt, wie wenn wir als Kinder von einem Kindergeburtstag nach Haus kamen und erzählten, wer da alles da war und was da alles los war, die Geschenke und die Spiele und Schwickers und Haribo. Und dann, jetzt hör doch einmal auf mit einem dauernden und dann, sagte meine Mutter. Sieh, das ist genauso wie bei den Evangelisten Matthäus und Lukas. Die haben nämlich dieses dauernde und dann von Markus gestrichen. Und damit habe ich auch diesen kindlichen Schwung herausgenommen. Ich glaube, diesen Schwung, diese Augenblicke werden wir auf dem Kirchendach haben und brauchen dringend die Sprezzatura des Rabbi aus Nazareth, diese Leichtigkeit. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt er einmal. Markus Kapitel 2, so geht es dann weiter und alsbald versammelten sich viele, so dass sie keinen Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Da bringen vier Freunde einen Gelähmten übers Dach, lassen sie sein Bett runter. Und wer meint, Jesus würde nun diese fürsorgliche und so spektakuläre Gäste belohnen, sieht sich getäuscht. Es geht anders aus als erwartet. Jesus sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er schlägt am Hacken, er ist unberechenbar, auf Neues und anderes aus. Das Reich Gottes geht nicht auf in unseren Erwartungen, Hauptsache gesund. Es ist eher wie ein Spannereignis. Wie heute Nachmittag, wenn der Club gegen St. Pauli spielt. Ne? Und es ist ja das Glückende, du weißt ja, wie es ausgeht. Und genau so ist es mit den Geschichten von Jesus auch. Da passiert dann was anderes, als du dir denkst und willst. Atemberaubend. Unkalkulierbar. Ob die Planer und Macher des Kirchentages das auch so drauf haben, dass es Überraschungsmomente gibt, dass es bei Gott nicht konform zugeht und es gerade deshalb wichtig ist, immer wieder auf ihn, auf Jesus zu hören. Dass der Gelähmte aufstand, alsbald
sein Bett nahm und mit hinausging vor alle Augen, das ist dann das Versöhnliche, das am Ende auf die Menschen damals wartet. Es ist zum einen eine unglaublich dynamische, reiche und von Leichtigkeit erfüllte Zeit allein in den ersten Kapiteln des Evangeliums, aber auch zum anderen spannend, atemberaubend, unkalkulierbar, was Jesus sagt und tut. Als sie, die Jünger, aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Liebe Gemeinde, wir haben niemand anders. Und auf dem ganzen Kirchentag wird es auch um niemand anders gehen können, als um ihn allein. Dann ist Zeit für ihn. Dann schlägt seine Stunde. Und er ist Gottes Gegenwart und darin versammelt und verborgen unser Leben, unsere Gegenwart, unsere Zukunft, an die wir momentan so mit viel Erschöpfung und Sorge denken. In ihm ist es alles verborgen und bekannt. Und deshalb mache ich mir um diese Tage, wo dann mehr als 100.000 Menschen in Nürnberg sind im Juni, dort erwartet werden, mache ich mir überhaupt keine Sorge. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, unserem Herrn, Meister und Bruder Jesus Christus.